Alle 2 Wochen habe ich Spätdienst, das heißt so viel wie meine Schule geht erst um 12 los und ich stehe dann so gegen, ja, um 9 oder um 10 auf, ganz gemütlich. Meine Frau ist natürlich schon weg und ja, machen wir dann einen schönen Vormittag. Close to you, never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. Help me find a way to bring me back to you. Manchmal nehme ich mir dann einfach Zeit zu beten, mit Gott zu reden. Das ist dann immer eine sehr schöne Zeit. Dann fange ich damit an, dass ich mir eine CD reinhaue mit christlicher Musik und so ein paar Lieder singe einfach. Und dann irgendwie eine schöne Zeit habe, einfach zu beten und Gott zu begegnen. Ja, Vater, danke, dass du echt da bist jetzt und ja, dass du mich liebst, so wie ich bin. Und ja, ich möchte dich einfach bitten, dass du diesen Tag auch irgendwie in deine Hände nimmst, Gott, dass du dabei bist, wenn ich in die Schule gehe und so. Ja, Gott, dass du auch meine Klassenkameraden irgendwie segnest, Gott, und dass sie dich erkennen, Gott. Darum möchte ich dich einfach bitten und ja, nimm einfach diesen Tag in die Hand, alles was kommt, Gott, nimm es in deine Hand. Ich danke dir, dass du da bist, Gott, und ich danke dir, dass du lebst. Amen. Manchmal ist es ein bisschen langweilig in der Schule. Wir haben nicht immer viel zu tun, aber meistens macht es auch Spaß. Oft haben wir auch irgendwelche Projekte und müssen da selbstständig irgendwas erstellen. Heute, Jakob setzt sich mit mir CVD und gleich. Hat man jetzt in Gestalt. Grafisches Gestalten, haben wir jetzt ein Spiel gemacht, so muss man es selber ausdenken zum Thema optische Täuschung, das war eigentlich ganz cool. Am Donnerstagabend gehen wir dann immer zu den Jesus Freaks. Eine Gruppe von so ein paar jungen Christen und die ihr Christsein ganz normal im Alltag leben, die auch mal einen trinken gehen oder so. Das ist eigentlich immer ganz gemütlich so, da haben wir ein kurzes Thema. Hin ist, um Heilsopfer darauf darzubringen, dann möge uns der Herr zur Rechenschaft ziehen. Vielmehr taten wir dies aus Besorgnis, aus einem bestimmten Grund, als wir uns sagten,
Künftig werden eure Söhne zu unseren Söhnen sagen, was habt ihr mit dem Herrn, dem Gott Israels, zu tun? Sing ein paar Lieder für Gott. Haben einfach auch Gemeinschaft und hängen da zusammen so ab. Das ist eigentlich immer recht schön. Das wird in Paletten in der Hochschule für Häuser, wird das in Biogas verwandelt. Wir hauen so ein Zeug weg. Zum Beispiel in den Überschuss, den wir haben, gibt es 90% der Anwender nicht. Die müssen wirklich arbeiten. Das sind diese Informationen, und was ist da jetzt, weil man ja eigentlich so machen kann. Da kommen halt so Sinn durch den Fang. Wir haben die das geklaut. I got the fever, all the flavor, showing business to you, but to eat in my behavior, doing you in your favor, so.